So ein wirklicher Zwirbelscheiß. Ja? Mitarbeiter sind ja auch Menschen, dass so jemand wächst einem schon so ein bisschen ans Herz auch mit der Zeit. Ich meine. Deswegen sind wir auf der Suche nach einem CEO. Von euch Pappnasen ist es auf jeden Fall keiner. Sorry, das war natürlich, wisst ihr ja, wie ich manchmal bin, es war ein Späßchen. Trotzdem, wir wollen ja zusammen irgendwie als Familie auch da sein. Deswegen dachte ich, vielleicht heute Abend alle zusammen ein cooles Feierabendbier mit ein paar Kästen und sowas. Hä? Hä? Komm. Yeah. Philipp, wir haben gerade einen Dreh. Pause. Gut, nochmal. Suche nach dem CEO ist im Gange. Du hast was vorbereitet, von dem wir noch gar nichts wissen. Genau, also mir war es wichtig, extrem strategisch vorzugehen im Recruitment. Und ich habe das ja auch eine Weile immer gemacht, auch für Konzerne und auch im Inkubator-Umfeld. Der Funnel, den man sicherstellen muss, besteht natürlich daraus, erstmal einen gewissen Traffic an Bewerbern natürlich zu poolen. Und dafür haben wir den Marktplatz mit der größten Reichweite an Bewerbern ausgesucht, Stepstone. Und dort werden wir eine Anzeige schalten, um unseren CEO zu suchen. Nora, Susanne, ich hätte nie gedacht, dass wir mal die Gründerin von Edition F live hier haben würden. Und was Besseres könnte uns gar nicht passieren. Also auch von mir herzlich willkommen. Ihr seid ja beide so sexy, so richtige Feministin eben. Ich stehe krass auf Feministin. Das ist so wie Lesbenporno eigentlich. So, das mag auch jeder. Philipp, wir suchen hier keinen Pornodarsteller, ne? Also wir suchen immer noch die CEO. Ja. Beide mal. Die CEO, ja. Ja. Aber jetzt mal, lass mich mal kurz. Das ist wirklich ein persönliches Anliegen von mir, wenn ihr so nach Hause kommt, ja, so in eurem Feministinnenmantel, so, dann habt ihr so einen Nagel an der Tür, wo ihr den so aufhängt und dann macht ihr eine Kerze an und dann. Warte mal, geht's noch? Gucken die überhaupt keine Pornos oder was? Nein. Sorry, ich weiß nicht, was war mit Philipp. Aber ihr habt Orgasmen. Okay, also das geht. Ja. Du bist jetzt durch, ja? Sorry. Sorry. So ist, ihr kennt den Philipp manchmal besser. Wie würdet ihr das so ein bisschen angehen? Nämlich, Waldemar hat irgendwie so die Idee, so eine Stepstone-Anzeige zu schalten oder irgendwie so. Aber die Sache ist, wir suchen ja gar keinen Menschen. Wir suchen ja ein Einhorn. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Also vielleicht ist er mit dem falschen Bein aufgestanden, ich weiß nicht. Also der ist kurz vorm Durchdrehen, er spricht mit Koryphäen der Frauenbewegung, spricht er über Pornos. Also ich glaube, der muss sich mal in seinen Panic Room zurückziehen, in den Fahrstuhl. Also diese Kleinpimmeligkeit heute bei ihm, das geht gar nicht. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ja, die Situation war jetzt ein bisschen komisch, muss man wirklich sagen. Aber wenn man den Eindruck, dass Philipp da heute einfach falsch aufgestanden ist, muss man drüber stehen als Frau. Nehmen wir nicht so ernst. Nee. Ich meine, letzten Endes muss man ja sagen, es geht darum, die CEO für Einhorn zu finden. Ne? Das ist ein kleiner Prozess, da nehmen wir Philipp vielleicht auch noch mit. Man kennt ihn so ein bisschen in der Startup-Szene, er ist immer mal verrückt und hat seine Tage. Das haben also nicht nur Frauen. Ich glaube, mit Waldemar können wir den Weg ganz gut beschreiten. Und wenn am Ende die CEO bei Einhorn rauskommt, perfekt. Darf ich nochmal nachfragen? Die CEO? Ja, ist ja eine Frau. Die CEO. Die CEO. Die CEO. Also hier Political Correctness, Gender Neutrality und so ist ja alles irgendwie cool. Die Mädels sind auch super. Aber es gibt doch so ein paar Begriffe einfach. Das ist der Bürgermeister, der DAX, der Deutsche Aktienindex, der Boxring, der Motorsport. Natürlich gibt es auch weibliche Begriffe. Die Stricknadel, die Fußfessel, die Kuhmilch natürlich. Ja, ist alles fein. Hier ist genau der richtige Ort für solche Momente. Ja? Hier in meinem Käfig aus Stahl, hier kann man mal aus der ganzen Glitzer, Happy, Happy Welt, kann man einmal hier so ein bisschen ausbrechen und so ein bisschen Regenschirm, Schirmherrschaft, Herrschaftsvilla, Villengarage, Garagentor, Tor, Tor, Tor!
Du, sorry. Würdest du was ausmachen zu arbeiten? Ja, yeah, yeah, yeah. No, I'm doing research. Yeah, right. Well, I study economics and social sciences, and I've been organizing lots of events and social media. So this is actually what I thought this would be about. But jetzt hat Philipp eben gerade gesagt, dass hier ein neuer CEO kommt und es wird keiner von euch sein. Was sind deine Gefühle dabei? Ja, hätte man charmanter kommunizieren können, sage ich mal. Ne? Jetzt ist es so, müssen wir mitleben. So ist es halt hier. Und dann auf einmal soll man abends wieder happy sein und Bier trinken. So. Also finde ich ein bisschen schwer. Aber ja. Wir trinken jetzt aber noch Pilzchen, oder? Die anderen haben sich schon alle verpisst. Die haben nämlich Freizeit und Freiheit. Sorry, aber genau dasselbe mache ich jetzt auch. Ich habe nämlich eine Rendezvous mit meiner Freundin auf der Couch. Und deswegen bin ich raus. Ist doch langweilig. Ich mache jetzt meine eigene Weihnachtsfeier. Geht doch alle auf die Couch und nach Hause. Ich weiß sowieso nicht, warum man nur im Dezember Weihnachtsfeier haben kann. So, na denn, ne? Prost, Philipp! Ich verpiss mich in sonnige Spanien. Danke, Philipp. Tschüss, Philipp. Wiedersehen, Philipp. Ja, gut. Denn Prost. Alleine im Büro, der Philipp ist ganz alleine im Büro. Das Alleinhorn, alleine im Einhorn. Einhorn. Don't stop because I like the tension. So many damn things to mention. Pay attention, watch the ensign. Lies and middle raise a pension. Got tays in a corner fly. Got stays in a water buy. What I can for you, what I give to you. Einhorn every night.